Kommen wir mal zum nächsten Kampf. Aus München mit 1,95 Meter und 118 Kilo. Terrible Tag Junior. Ja, und hier kommen wir zum nächsten Match aus München. Wie Jason es gerade hier angekündigt hat, Terrible Ted Junior. Ja, sehr harter Brocken, Terrible Ted Junior. Von diesem Mann muss man sich in Acht nehmen. Guckt auch sehr, sehr grimmig rein. Sein Finisher, der Lariat, muss man natürlich auch schauen, dass man nicht in diesen Move reingerät, denn dann ist es vorbei. Wenn man Pech hat, auch seine Karriere. Und Spiel mit 1,73 Meter und 86 Kilo. Arnold Allea! Ja, und hier kommt jetzt sein Gegner, Arnold Allea. Auch ein Riesentalent für die Zukunft. Auch schon länger hier mit dabei bei Wrestling Switzerland. Jetzt natürlich schwer haben gegen Terrible Ted Junior. Ja, Jason ist jetzt wieder hier an meiner Seite. Jason, du kennst ja Arnold Allea schon etwas länger. Ich eher Terrible Ted Junior. Aber was meinst du dazu? Ein Arnold Allea gegen Terrible Ted Junior. Wie sind die Chancen eines Arnold in diesem Match? Ja, ja, wie du sagst, weil ich kenne Arnold ja, teils weniger. Wenn ich Ted so sehe, ja, dann wird das eine riesen Bärenaufgabe, kann man ja sagen. Er nennt sich auch der Bär oder halb Bär, halb Mensch, halb Wrestler, er sich so nennt. Ja, ich glaube, ich würde es war Arnold wünschen, dass er es schafft, aber ich glaube nicht, dass er gegen einen Terrible Ted Junior ankommt. Ja, das sehe ich schon fast genauso, denn Terrible Ted Junior, ja, hatte ich schon mal, ja, in einem ungewollten Backstage-Interview, muss man schon sagen, denn er war ja damals mit einem Robin Vega als Tag Team unterwegs. Ich hatte natürlich ein Backstage-Interview mit Robin Vega und Terrible Ted Junior kam da reingestürmt und verpasste ihm einen Tritt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe riesen Respekt vor Terrible Ted Junior, aber jetzt sind wir hier bei diesem Match gegen Arnold Allea und das erste Kräftemessen. Ja, verliert natürlich Arnold, also das sieht man natürlich, wie du gesagt hast, der Half Bear, den hat er hier jetzt auch rausgelassen, da braucht er auch nur die Hälfte eines Bäres, um einen Arnold auf die Matte zu bringen. Ja, wenn jetzt Arnold schafft, ihn mit High Flyer Action irgendwas hinzubröseln, dann könnte es sein, oder auch solche Kicks. Ja, das dachte ich jetzt gerade auch auf die Beine, das ist ja meistens wirklich die Schwachstelle eines Riesen wie Terrible Ted Junior. Oh, da sieht man ja die Kraft von Ted. Das ist ja der ganze Eimer schupfen und dann fliegst du dann ganz neu. Aber diese Cuts von Arnold, die hauen richtig rein. Aber da kommt Terrible Ted Junior, das Cover. Aber nur bis zwei. Ja, die Chancen sehr schwierig für Arnold, aber man muss ja sehen, wie er jetzt da in diesem Match wieder zurückkommt. Aber erstmal ein Body Slam von Terrible Ted Junior jetzt in die Seile. Ja, auch nur bis zwei. Warte, die ist schon angeschlagen, man sieht schon. Ja, das geht auch sehr, sehr schnell. Und diese klatschenden Schläge, also sehr, sehr oft hatte ich bei den Gegnern die Abdrücke von solchen Schlägen gesehen auf den Rücken. Ja, ist das nicht eigentlich eine Disqualifikation? Er hat ja schon bis vier gezählt. Aber man muss sagen, Fingerspitzengefühl vom Referee, zu früh im Match. Eine Disqualifikation wäre doch zu früh, denn wir wollen dieses Match sehen. Vor allem wie Arnold, ob er sich da herauskämpft. Hoffen wir es natürlich. Aber, oh, was für eine Suplex von Terrible
Quartett nur bis 2, also es sieht sehr, sehr schlecht aus für Audit. Definitiv, ja, er muss da rauskommen, er muss irgendwie in die Höhe kommen, dass er Ted was zusenden kann. Oder halt auf die Main. Die Lariat, jetzt habe ich dich leider unterbrochen, Jason, aber wäre die Lariat durchgezogen gewesen, wäre es vorbei gewesen für Audit. Ja. Audit kann jetzt kontern. Oh. Ein King von Table Ted Junior. Da kommt jetzt hier die Powerbomb. Die kommt auch. Das Cover 1, 2. Nein. Ja, mit Mio nur kommt Arte da rein. Also ich muss sagen, in diesem Match, Arte tut mir schon ein bisschen leid gegen Table Ted Junior. Gut gemacht. Aber das verärgert, glaube ich, einen Table Ted Junior. Also ich glaube, so vor 100 Jahren wäre wahrscheinlich ein Table Ted Junior öfters im Zirkus aufgetreten, wo er hieß, gegen einen Bären anzutreten. Und ich glaube, Table Ted Junior wäre in diesem Fall der Bär. Ja, wer weiß, schön. Vielleicht ist er wirklich mit einem Bären verwandt. Man weiß es ja nicht, man kennt ja durch die Geschichte Romulus und Remus, natürlich von einem Wolf aufgezogen. Ein Table Ted Junior wurde von einem Bären aufgezogen. Ja, und hier quält der Adit in diesem Match. Also, ja, kommt Adit. Ich hoffe, ja, er ist ein Stehaufmännchen. Du kannst ihn nie abschreiben. Das zeigt er jetzt auch wieder. Er probiert irgendwie in die Ecke zu kommen, um eventuell auf die Säule zu kommen. Aber Ted ist schon da. Was jetzt kommt, wissen wir. Boom. Ja, dann müssten wir mal einen Wettbewerb machen, wer bei dieser Veranstaltung den stärksten und härtesten Block gebracht hat. Gerade nicht aufgeben, aber nee. Ich sag mal, Turnbull Ted Junior natürlich sehr im Vorteil in diesem Match. Man kann jetzt Adel kontern, sieht natürlich dann auch aus. Ja, definitiv. Und er hat das Publikum auf seiner Seite. Im Gegenteil, Ted ist ja eher, sagen wir mal, nicht so beliebt. Oh, ein Vater-Tritt von Turnbull Ted und noch unten hinterher und ein Backsuplex. Das kann man. Zeichen. Nee. Also ich dachte auch, dass es das war für Adit, aber konnte sich gerade noch retten. Vielleicht waren es auch nur Reflexe von Adit. Ja, kommt jetzt noch mal eine Powerbomb. Ja, eine Jackknife Powerbomb und 1, 2. Schon wieder und Ted ist verzweifelt. Wie das sagt, der Jason, also Adit ein Stehaufmännle in diesem Match. Kommt immer wieder mal raus. Ja, kommt jetzt mal Close Line. Ja. Ja, ich könnte, Ted steht noch. Jetzt raufkommt. Er muss weiter nachlegen, Adit. Da kommt auch mit einem bösen Kick. Jetzt muss er nachlegen, das kann er nicht mehr. Ja, wenigstens kann er jetzt mal Luft holen und in Schon-Eichels-Manier kommt er wieder auf die Matte, auf die Beine. Ja. Ja, jetzt könnte es sehr gut für Adit sein in diesem Match. Oh! Der war sehr, sehr gut. Der hat ja, und das Cover gleich hinterher macht genau richtig. 1, 2. Ja, war es noch nicht, aber er muss dranbleiben, Adit. Aber man sieht, sehr, sehr angeschlagen in diesem Match. Ist auch nicht verwunderlich. Ja. Das Publikum feiert ihn an, das war gut. Ja,
hat, das braucht auch diese Unterstützung von den Fans hier in Robbers bei Wrestling Switzerland. Von der Turbo-Kit. Oh, wieder die Schläge hinterher. Aber jetzt kommt der Tritt von Adit. Table Ted sagt auch, das kann ich auch. Oh, mit dem Elbow. Adit sagt, ich kann es auch. Ja, jetzt kommt ein paar Fein. Kommen die jetzt auch von Table Ted? Nein, Headbutt. Ja, jetzt nochmal die Powerbomb. Der dritte schon in diesem Match. Das ging voll auf den Schädel. Da zeigt es auch Terrible Ted. Es ist vorbei. Da zeigt es auch an. Wird auch das Cover kommen? Nein. Jetzt kommt die Lariat, der Finisher von. Eigentlich von Terrible Ted. Aber da kann Adi kontern. Muss natürlich fliegen, da macht das. Ja. Der Finisher und das Cover. Eins, zwei, drei. Es reicht. Das war's. Ja, Jason muss jetzt natürlich den Sieger ankündigen. Und das sagt es auch. Adit Alia gewinnt in diesem Match gegen Timothy Jr. Sah am Anfang erstmal nicht danach aus. Aber sehr gut. Nochmal ins Match reingekommen, Adit Alia hat wirklich einen Brocken hier besiegt. Müssen wir jetzt mal abwarten, was aus Adit Alia in Zukunft wird, denn gegen einen Terrible Ted Jr. zu gewinnen, ist ja wirklich ein großer Erfolg für Adit Alia und wer weiß, vielleicht auch mal die Chance auf den größeren Title. Hier lässt er sich noch von den Fans feiern, mögen natürlich einen Adit Alia.